Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Assassin's Creed Origins. Es geht nahtlos weiter mit der Frage, was Shadia getan hat. Wo ist Renut? Ist sie hier? Die Soldaten kamen und brachten sie zum Leuchtturm. Die kleine Shadia auch. Renut hat versucht, sie aufzuhalten. Irgendetwas stimmt nicht, oder? So etwas ist noch nie passiert. Berichte Hotefress davon! Schnell! Verflucht nochmal! Renut und Shadia sind im Leuchtturm! Ich muss sofort dahin! Neck! Neck! Dieses dumme Vieh von Chocobo. Nicht so dämlich reiten würde, dann wären wir schon längst da. Dieser Lump hat die Götter gelästert. Seine Strafe ist eine Buße. Also schnell zum Leuchtturm. Halt! Bleib stehen! Was? Dich schlitze ich auf! Ach, komm schon. Ja, du stichst ein paar Mal auf mich ein, ich stech dich nieder. Schlägst du zu, oder was? Ah, shit. So. Machen wir es halt mal billig. Erstmal das Lager am Leuchtturm abgeschlossen. Shadia. Shadia. Es ist vorbei. Das Krokodil hat gewonnen. Die Aufzeichnungen fort. Meine Tochter, meine Shadia, er hat uns wirklich alles genommen.
Er wird dafür büßen. Und alle, die ihm dienen. Nichts davon bringt Neshadja zurück. Nein. Aber vielleicht findest du Trost in der Rache. Wie ich auch. Ich hoffe es. Ich werde alles tun, um dir zu helfen, Bruder. Konnte Renut dir schon was erzählen? Nur, dass noch andere Männer bei den Soldaten waren. Große, imposante Krieger. Einer war rothaarig. Banditen? Soldaten? Ich glaube, es waren Gladiatoren aus der Arena in Krokodilopolis. Anscheinend setzt dieses Monster sie für seine Drecksarbeit ein. Ich finde dieses Monster, mein Freund. Er wird sterben. Quest abgeschlossen. Die nächste Quest. Krokodilopolis ist in der Oase verjüngt. Ich hole mir jetzt erstmal dort das Fragezeichen und dann den Aussichtspunkt und werde mich dann erstmal die Nebenquests machen, die ich im Gebiet noch habe. Nachdem ich damals die Quest hier gespielt habe, also ich habe von Anfang an die Soldaten eigentlich respektiert. Sind Soldaten, sind Wächter, ne? Die können nichts dafür, was sie sind. Nach der Quest dann habe ich jeden Soldaten getötet, der mir hier auf dem Weg begegnet ist. Der Blasphemiker. Es gibt einen Ort des Gedenkens für die bedauernswerten Massen im Nordwesten des Nomos Herakleopolitis. Während ich hier ruhe, bewegungslos, kann ich Rehs Gnade nicht entkommen. Aber immerhin entgehe ich ihm bei jeder Dämmerung länger als die anderen. Hast du von dem neuen Stand mit Schätzen aus dem Tempel von Siva gehört? Aus einem Tempel? Bist du verrückt? Ich kaufe nichts, das einem Gott gestohlen wurde. Warte. Sind sie echt? Okay. Gefälschtes Siva. Wie habe ich denn die Quest jetzt angenommen? Ja. Auf jeden Fall, nachdem ich eben diese Quest damals gespielt hatte, da dachte ich mir dann, gut, alle Soldaten müssen sterben. So ein bisschen nach Motto, bist du für mich oder gegen mich? Und die Soldaten, wenn ich sie angreife, sind sie gegen mich. Also müssen sie sterben. Ja, komm, die letzte Quest da unten kann ich dann auch noch annehmen. Ja, und so habe ich dann begonnen, damals alle Soldaten, die mir auf der Straße entgegenkamen, zu töten. Was unter der Sonne? Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Hey, was? Stirb, du Wurm! Hey! Oh, shit. Oh, lol. Dich hole ich mir. Zwei Schätze gibt's hier.
Okay, Ort abgeschlossen. Dann haben wir da unter uns die Quest und rechts sind auch noch zwei interessante Orte. Die können wir uns dann alle noch abholen. Aber ich sage, haben wir die Stadt hier auch fertig. Schweig, Junge! Priester, womit hat der Bursche das verdient? Das geht dich überhaupt nichts an. Tritt zurück. Dieser Novize bekommt nur, was er verdient. Ich diene Sobek. Ich diene Sobek. Ich bin sein Sklave. Junge, was hast du getan? Ich sollte zwei Goldfiguren von Sobek nach Kokidilopolis bringen. Doch mein Schiff sank vor dem Hafen am Leuchtturm. Ich wäre fast ertrunken. Die Figuren gingen unter. Ich hab sie nicht gestohlen. Schweig! Und du, tritt zurück, Sehetti. Hey, droht mir nicht, Neb. Ich bin ein Magi. Wenn der Junge die Wahrheit sagt, finde ich eure Goldsobeks. Wenn er lügt, überlasse ich ihn euch. Ich habe gesprochen. Ich sehe mir diese große Oktera an. Die Götter zu bestehlen, ist die schlimmste Form der Blasphemie. Keine Strafe ist groß genug für einen solchen Frevel. Sobek straft Ungläubige schnell und hart. Seine vielen Zähne werden unwürdig. Die große Oktere, ja, zum Glück ist es einer der interessanten Orte, zu denen ich wollte. Dieser wertlose Junge soll euch eine Lehre sein. Ein Beispiel für alles, die Götter lässt. Habe ich eigentlich noch mehr an Waffen? Ich will mal ein bisschen hier Waffen durchprobieren. Naja, Ultima-Klinge können wir ja jetzt schon. Komm, nehmen wir mal wieder einen Kopesch. Haben wir schon lange nicht mehr benutzt. Während wir hungern! Die Armen zahlen mehr Steuern als die Reichen. Wie kann das sein? So. So. Ort abgeschlossen. Hier geht's nicht weiter. Okay, das muss ich von außen zerkloppen. Was? Landrequirierungsbefehl. Okay. Den haben wir ja vorhin schon gelesen. Gebet an Sobek. Du, Sobek, gepriesen seist du, Herr des Wassers, erhöre uns. Du bist der Wohltätige, die Essenz der zwei Länder. Verbreite deinen Schrecken unter unseren Feinden. Reinige unser Land, gütiger Heiler. Erhöre meine Bitte, o Herr des Fayum. Dua Sobek. Da hat jemand Bock. Und ich glaube, die haben keinen Bock auf die Soldaten hier. Ja gut, andere Frage. Wer hat Bock auf unrechtmäßige Besetzer? Gut, außer die Leute in Civ 6, aber ich besetze ja nicht unrechtmäßig Länder, ich befreie die ja. Ich müsste echt mal eine Runde Civ 6 streamen. Das wäre witzig. Da war ein Schatz, da war ein Hauptmann. Oh shit, oh shit. Also ja, es wäre Wasser in der Nähe gewesen, aber... Ja. So schnell, wie man hier in Assassin's Creed teilweise abfackelt, ne? Muni voll. Das, was ihr da oben rechts gesehen habt, dieser Klumpen mit den Kordeln. Ein Ball. Das sind so alte Varianten von Bällen, von Spielbällen. Ich hatte mal so einen Workshop zum Thema Afrika. Da war so ein Ball nachgebaut. War ganz cool, den habe ich noch irgendwo.
Sowas sind Dinge, die ich halt nicht wegschmeiße. Das ist schon einfach cool, war. Ja. Komme ich irgendwie weiter hoch? Naja. Ich krieg grad ganz böse Assassin's Creed 4 Flashbacks, ne? Der letzte Tauchgang hat sich gelohnt. Dieser Goldsuppe. Wenn du so weit oben warst und dann einfach irgendwie aufgeklatscht bist. Ganz, ganz böse Flashbacks. Ganz böse Erinnerungen. Okay, das war jetzt cool, den mit der Balliste abzuschießen. Belobigung vom Nomarchen des Fayum. Ich möchte das Flottenkommando in Euhemia für seine Bemühungen belobigen, die Sicherheit des Fayum aufrechtzuerhalten. Eure wachsame Präsenz an unseren Küsten erinnert die Einwohner von Euhemia an die Macht der Marine Ptolemaios. Reichtum für alle, Kultur für alle, Sicherheit für alle. Der Nomarch. Eine goldene Sobek-Statue. Sie ist wunderschön. Der Junge sagt die Wahrheit. Hey! Nope. Nix, hey. Hey, du, bleib stehen. Hey, was? What the fuck? Stirb! Oh lol, Schlange. Was macht dieser Vogel? Jetzt noch die andere Frage. Wo ist denn die andere Goldsobek? Ach, da unten. Oh, so eine Kacke. Da sind keine bösen Tiere in der Nähe, wie es aussieht. Also runter hier. Dann kann ich mir auch gleich mal hier. Das könnte es sein. Den Vogel holen. Gut, das wollte ich jetzt eigentlich nicht drücken, aber. Netter Reflex. Ich wollte eigentlich Alt drücken. Eine goldene Sobek-Statue. Wunderschön. Genau wie der Junge gesagt hat. Ich sollte die Gold-Sobeks zu diesem abscheulichen Priester bringen. So, wo ist der abscheuliche Priester? Da. Ich habe keinen Bock, hier jetzt zurückzuschwimmen. So, jetzt gebe ich die Runde noch ab und dann haben wir es auch wieder für heute. Wo ist denn der Priester? Da. Niemand steht über Sobeks Gesetz. Auch Priester sind nicht vor Strafe gefeit. Jetzt halt's Maul. Priester, ich habe eure wertvollen Gold-Sobeks. Euer Novize sagt die Wahrheit. Dieser nichtsnutzige Junge macht nichts als Ärger. Dann bestrafe ich ihn eben wegen seiner Nachlässigkeit. Euer Gewand maskiert nur, wie feige ihr seid! Götter, ich hasse Masken. Diese Sache geht dich nichts an, Cicheti. Kriech zurück in dein Loch in der Wüste. Ich bin ein Magi, du ehrloser Hund.
Ich habe die Befehlsgewalt hier, Magi. Wachen! Und zack. Nieder mit dir. Was soll ich jetzt tun? Der Tempel wird mich nicht akzeptieren. Sobek hat dieses Gold dir überlassen. Kehre zum Tempel zurück oder zu deiner Familie. Du hast die Wahl. Möge Sobek mit dir sein. Was immer du tust, tu es ehrenvoll. Ägypten braucht Priester, die keine Masken tragen. Schade, dass ich nicht gesehen habe, wo der Priester hingerannt ist. Den wollte ich eigentlich noch ins Gesicht schießen. Ehrenloser Hund. Ja, das ist die Kornkammer. Ist das da vorne der Tempel? Nee, es ist das Haus von denen. Von der Familie, ne? Ja. Oder? Ja, doch, ich würde behaupten, das ist das Haus der Familie hier. Gut, dann crafte ich noch einmal schnell was zusammen. Ausrüstung. Wann habe ich einen Diamanten gefunden? Ja, aber ne, eindeutig der Brustschutz erstmal. Das ist erstmal das Wichtigste. Gut, damit bedanke ich mich dann mal wieder ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.